Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute. Hier bei Bioshock Infinite. Und ich kann den Leuten aus diesem Pranger leider nicht raushelfen. Aber vielleicht kann ich anderen Leuten dafür helfen. So, wir gehen jetzt hier mal weiter und schauen uns mal an, was diese Gegend hier noch so alles zu... Oh, schön. Ausrüstung, was haben wir denn da? Spezialkleidung, Hosen, dringende Fürsorge, verringert die Verzögerung beim Wiederaufladen eines Schilds um eine Sekunde. Okay, was haben wir denn an eigentlich? Wir haben Schaden bei kritischen Treffern um 50%. Ich nehme die bloß einfach mal mit, weil das mit dem anderen gefällt mir doch ein bisschen besser. Okay. Da ist die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Das ist nicht gut. Ach du Scheiße. Mit wem reden die da? Oh oh, oh oh. Oh lala, bleib doch mal stehen hier. Danke. Wo auch immer du die hergezogen hast. So. Leute, ihr könnt mir gar nichts. Ihr könnt mir gar nichts. Oder vielleicht doch. Was macht der da? Ach wirklich? Die kommt jetzt garantiert gleich irgendwo um die Ecke geflogen. Hier ist bestimmt noch irgendwo so eine... Nee, ist es nicht. Wo sind die denn jetzt alle? Okay. Gehen wir doch mal dahin. Das ist ja noch eine bessere Position hier. Das hätte ich auch gleich machen können. Jetzt sind sie alle weg, oder was? Was ist da drüben? Oh. Was? 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 Oh! Ach du Kacke! Das war doch keine gute Idee. Woho! Ach du Scheiße. Was habe ich da jetzt wieder angestellt? Nicht? Was? Was denn? Ey, die anderen Leute müssten ja eigentlich auch schon längst... Okay. Wow, 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 wow. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo ich hinschießen muss. Scheiße. Gut, Nummer 1 ist down. Bleibt noch Nummer 2. Okay, das Licht kann man nicht kaputt schießen. Schalalalala. Mama mia. So, jetzt sehe ich das natürlich nicht von hier. Doch, da ist es. Okay. Na ja, toll. Danke. Ich frag mich, wo die immer herholt. Ich finde da nichts. Oh. So, da ungefähr. Ja. Puh. Haben wir den jetzt weg? Ja, den haben wir weg. Oder? Ja, ja, ja. Ist weg. So. Gut.
Das haben wir geschafft. Das ist super. Aber jetzt? Ja, wenn du mir mal sagst, wo du bist, dann würde ich auch freiwillig zu dir kommen, junger Mann. Aber wenn man sich die ganze Zeit irgendwo auf der Skyline versteckt hält. Och, Alter. Spare deine dummen Sprüche. Weil ich finde dich sowieso. Und wenn nicht, kommst du zu mir. Das weiß ich jetzt schon. Alter. Ja, dann komm doch erstmal. Alter, ist die verwirrend. Ja, hier stöhn ich. Elisabeth, du brauchst keine Angst haben. Dir passiert nichts. Wo sind die denn jetzt alle hin? Wett nicht, geht's aufs Boot und dann springen sie alle von oben auf mich runter. Boah. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Hä? Da oben steht er. Jetzt nicht mehr. Warte mal. Okay. Oh nein, das hört sich schon wieder nach so einem blöden... Hä? Irgendwo ist hier noch so ein Patriot. Ja, 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 du siehst durch die Augen des Propheten. Ich hab das dumpfe Gefühl, das steht irgendwo da oben. Was? Das sind noch mehr. Wo ist er denn? Der schießt hier von irgendwo aus irgendeinem Eck und ich habe keine Ahnung von wo. Ah, da oben. Ah. So, Nummer 1. Da ist er. Ja, 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 ich weiß, aber wie soll ich ihn denn von hinten treffen, wenn ich vor ihm stehe? Ich kann nichts finden. Kann da nicht gerade einer runter? Ha! Lol. Das ist auch gut. Schießt sich von alleine ab. Ey, Wahnsinn. Wahnsinn! Wahnsinn! Der ist gegen Raben immun. Wie kriege ich dich jetzt unter die Erde? Oh. Das wird jetzt echt... Es wird jetzt echt kompliziert. Jetzt bleib doch du mal stehen hier. Ich treffe den gar nicht. Lol. 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 Jetzt habe ich wieder das Ding im Weg. Also sehe ich ihn gar nicht. So sehe ich ihn natürlich gar nicht. So, der ist schon mal weg. Da ist doch noch einer. Sei doch. Wow. So, haben wir den auch. Wunderschön. Ah, da laufen noch welche rum. Danke. Es, wie kommt die jetzt wieder da hin? Du stehst sehr ungünstig, Mädel. Du stehst sehr ungünstig. Und du auch. Ist jetzt... Wer denn noch... hört das auch mal wieder auf? Wahnsinn. Wow. Wow.
Okay, gehen wir wieder hinter die Deckung. Sag mal, nimmt das eigentlich überhaupt noch ein Ende? Irgendwie habe ich nämlich das Gefühl, nee. Alles klar, dann gehen wir doch mal da hoch. Okay. Aber das ist immer noch nicht das Ende. Sag mal. Ist jetzt Ruhe? Ist jetzt Ruhe? Ich glaube schon. Nein. Immer noch nicht. So. Was haben wir hier? Nichts. Nichts. Wenn du mir sagst, wo du bist, dann kann ich dir dabei helfen. Ich mag das nämlich auch nicht. Im Kampf knacken nicht möglich. Ich habe gerade was anderes gelesen. Ach, hier ist es. Jetzt wollte ich gerade... Ja, also, geht doch. Wo auch immer die sich versteckt hat. Ohne Witz. Oh, bist auch schon da. Mann. Du darfst nicht immer einfach so davonlaufen, liebe Elisabeth. Nicht, dass ich nur aus Versehen auf die Idee komme, dich abzuschießen. Was ist das? Medizinkits. Das... ja. Okay. Das hätte ich mal früher wissen müssen. Aber mach mal die Tür auf, bitte, ja? Hier ist ein Schloss. Mal schauen. Ja, mach doch mal auf. Kriegst das hin, ja? Dankeschön. Okay, wir verlassen Shantytown. Enter, Bereich verlassen. Die Bullhaus-Verwahrstelle. Das Bullhaus erinnert mich an die Pinkerton-Agentur. Schroffe Architektur, schroffe Menschen. Hm. Okay, wenigstens sind wir jetzt wieder irgendwo im Inneren. Du solltest dir unbedingt mal leisere Schuhe zulegen. Okay, meine sind auch nicht gerade leise. Oh, was haben wir denn hier alles? Gibt's hier nichts Feines? Nein, hier gibt's nichts Feines. Aber hier gibt's Schreibtische, die man durchwühlen kann. Munition für Präzisionsgewehr. Was haben wir hier? Okay. Für den Repetierer. Gibt's hier irgendwas? Nee. Hier auch nicht. Okay. Das war's dann also. Dann gehen wir weiter. Oh. Leg die Waffen nieder! Gib ihm den Rest! Du kannst dich nicht verstecken! Wow! Okay, es wird schon wieder... Wahnsinn. Wartet, ich lade nach. Wo ist er denn? Stirb. Ja, stirb. Immer aus irgendeiner Ecke stirb schreien. Und sich dann doch verstecken. Ah, nee, nicht schon wieder. Wow! Lol, 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 lol. Okay, lol, 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 lol. Das ist, was ist das? Gatling Gun? Nein. Mamma mia. Oh, der ist ganz schnell, der Kerl. Wow. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Ich hab Angst.
Wow! Oh, Alter. Hui. Hat's mich jetzt gerissen, ey. Wahnsinn. Wo bin ich jetzt? Also manchmal ist der Zusammenhang, wo ich wieder aufstehe, sehr... Hier war ich doch noch gar nicht. Oder war ich hier schon? Ja, da ist ein Voxophon. Das merken wir uns mal. Ich glaube, wir suchen uns mal... Oh, ich glaube... Das könnte ganz gut sein. Was geht hier vor? Ah. Ist der jetzt eigentlich tot oder nicht? Schauen wir doch mal. Okay. Was? Ist der Patriot jetzt tot? Anscheinend. Der müsste ja dann eigentlich hier irgendwo rumliegen. Nee. Doch, er ist tot. Ich habe ihn tatsächlich noch gekriegt. Oh. Wahnsinn, ist das ein Stress hier. Es ist ein Stress, sage ich euch, ein Stress. Geht ganz schön auf die Pumpe hier. Puh. Schlimmer als jedes Horror-Game. Der ist schon offen? Schade. Ich dachte da... Hallo? So ist es also. Ach Mann. Halt doch mal die Klappe da oben. Da ist der. Endlich. Hey. Endlich Ruhe hier. Ich hab's schon nicht mehr ausgehalten. So, was haben wir hier? Nichts, was man durchsuchen könnte. Nein. Hä? Okay. Hi, Sir. Gehen wir mal nach... Ach, nee. Oder kamen wir von da? Nee, wir kamen nicht von da. Was? Ach, Mann. Oh, was ist das? Ach so. Ich dachte, es ist schon wieder eine neue Fähigkeit, aber das wäre seltsam, wenn die so offensichtlich da gelegen wäre. Ah, da gibt uns Elisabeth, glaube ich. Eine Kiste. Interessant. Ja, sage ich auch. Sehr interessant. So, was nehmen wir denn diesmal? Schild, Salze, Schild. Die Qual der Wahl. Blub, 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 blub. Eine Miste. Es rappelt in der. Ja, nehmen wir das. Perfekt. Bevor wir hier mit Kinderspielchen anfangen. So. Wer ist das? Sykes. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt... Super, super gemacht, super gemacht. Aber dann sieht man mal wieder, es gibt auch auf der richtigen Seite die falschen Leute. Also, ja, ihr wisst, wie ich das meine. Er nimmt zwar das Geld von den Bösen an, damit er die anderen hasst, lebt aber trotzdem bei den, oder geht trotzdem mit den anderen ein Trinken und, ja, hat doch Vorteil für beide Seiten. In irgendeiner Art und Weise. So, was gibt's da hinten noch? Das ist wohl die Umkleidekabine mit den örtlichen Toiletten, die aus Marmor sind, oder ernsthaft? Ach, Elisabeth, bitte. Bitte. Tu deinen Kopf da... Boah. Nee. Das... ernsthaft? Ernsthaft?
Oh, das ist ja eklig. Hier, geh ich duschen. Komm her. Da, duschen. Los. Sonst schaue ich dich nicht mehr an. Ja, genau, heb dir nur die Nase zu. Aber sehr interessant, ihre Reaktion immer. Dann geht ihr wenigstens... Oh, hier ist irgendwas undicht. Dann geht ihr wenigstens die Hände waschen. Okay. Ah. Hätte man doch fast übersehen. 12 Stück schon. Okay, ich glaube, wir müssen runter. Gut, dann gehen wir runter. Oh, hüpf. Oh, das war ein großer Sprung. Ach, da liegt ja noch was. Okay, bevor wir runtergehen, würde ich sagen, machen wir hier ein Päuschen, ne? Und ihr wisst ja, Abos sind umsonst, könnt ihr als Werbegeschenk mitnehmen. Und ich würde mich auf jeden Fall auch über ein Like freuen, ne? Bis dann, tschüss.